Mit einem innovativen Blick auf den Arbeitsmarkt. Das ist Karriere Radio FM. Company Stories. Hier ist Heidrun Meder von Karriere Radio FM und ich muss das Mikrofon soweit jetzt hochhalten. Sonst kann man nichts hören. Wir sind in Penzberg und hinter mir ist tatsächlich die Zugspitze zu sehen. Penzberg liegt wirklich direkt an den Alpen. Wir sind bei Roche Diagnostics und das Gelände ist auch tatsächlich groß. Also geschätzt müssen es circa 550.000 Quadratmeter sein. Über 5.500 Mitarbeiter sind hier tätig. Und ich werde mich jetzt gleich mal wieder runterbegeben. Ich bin gerade auf der Dachterrasse hier und ich gehe gleich wieder runter und werde doch eine ganze Menge dazu erfahren, warum denn Quereinsteiger tatsächlich interessante Mitarbeiter sind für Roche und was das Besondere ist und warum die Familie so im Mittelpunkt steht hier bei Roche in Penzberg. Bei mir ist jetzt Josef Sturm. Josef Sturm ist für die Strategie und die Standortentwicklung hier in Penzberg für Roche Diagnostics verantwortlich. Herr Sturm, vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz selbst vorstellen. Mache ich gerne, ja. Mein Name ist, wie gesagt, Josef Sturm. Ich bin seit jetzt einem guten halben Jahr für diese Aufgabe Strategie und Standortpositionierung verantwortlich und sollte vielleicht erwähnen, dass ich schon viele Jahre hier am Standort arbeite und auch schon in vielen unterschiedlichen Funktionen tätig war. Ich habe mal in der Personalabteilung begonnen, HR sagt man heutzutage, und war dort fast 10 Jahre tätig, war danach hier am Standort verantwortlich für die Logistik und zuletzt jetzt 7 Jahre für die Fähr- und Entsorgung. Ich erwähne es deswegen, weil es, glaube ich, schon ein ganz guter Hinweis ist, dass es bei uns, wenn man hier arbeitet, vielfältige Möglichkeiten gibt, sich beruflich zu verändern und immer wieder neue spannende Aufgaben zu finden. Wie viele Mitarbeiter sind aktuell hier am Standort beschäftigt? Ja, hier am Standort sind mittlerweile rund 5.500 Mitarbeiter beschäftigt. Unser Standort ist über die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen. Das ist auch ganz wichtig, weil wir eben eine nachhaltige Entwicklung unseres Standortes für sehr, sehr wichtig erachten. Und momentan finden gerade weitere neue Gebäude hier am Werk ihren Platz. Und gerade vorletzte Woche hatten wir die Einweihung eines neuen Produktionsgebäudes, bei dem auch die Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hier bei uns zu Besuch war. Gut, jetzt sind wir einen wunderschönen Weg hierher gefahren und Penzberg liegt nun mal einfach mit Blick auf die Alpen. Also der Standort ist an sich zum Wohnen, ist ja schon sehr schön. Was macht denn den Standort Penzberg für Roche so interessant, beziehungsweise für die Mitarbeiter oder die zukünftigen? Ich fange mal mit der Frage an, was Penzberg für Roche so interessant macht. Und da stehen an allererster Stelle die Mitarbeitenden. Wir haben hier qualifizierte Mitarbeitende in allen Fachgebieten, ob das in der Technik ist, ob das in der Naturwissenschaft ist, Biotechnologie, Life Science. Wir haben eine breite Palette an Berufen, die wir hier einsetzen und sehr, sehr qualifizierte Mitarbeitende. Und dieses Know-how ist für unseren Konzern sehr entscheidend, weil wir hier am Standort auch eine einzigartige Situation haben. Wir haben hier am Standort unsere beiden Divisionen vertreten, Diagnostics und Pharma, und wir haben am Standort bei beiden Divisionen Forschung, Entwicklung und Produktion. Das macht unseren Standort innerhalb des Konzerns absolut einzigartig und es macht unseren Standort auch zum größten Biotechnologiestandort in Europa. Das bietet auf jeden Fall eine Vielseitigkeit für die Kollegen und Kolleginnen, die schon da sind und die zu Ihnen stoßen. Darum geht es natürlich immer, dass man passende Mitarbeiter findet, dass man zueinander passt. Können Sie mir denn sagen, Herr Sturm, was denn so Ihre täglichen Herausforderungen sind? Meine täglichen Herausforderungen oder die des Standorts? Also ganz ehrlich, im Moment ist eine Herausforderung für unseren Standort, das Wachstum zu managen, das wir derzeit haben. Bei uns werden derzeit ein paar hundert Millionen Euro in den Standort investiert. Und das ist eine Herausforderung für die Menschen, die hier am Standort arbeiten, die diese Herausforderung annehmen und erfolgreich bewältigen. Das ist auch eine Herausforderung für die Infrastruktur, um nur ein Beispiel zu nehmen. Im Moment ist es auf den Straßen bei uns ein bisschen eng und wir müssen jetzt sogar einen Plan aufstellen, damit sich Kräne nicht wechselseitig behindern. Also das Wachstum managen, das wir momentan haben, ist eine Herausforderung. Und zu dem Wachstum gehören natürlich erfreulicherweise auch zusätzliche Arbeitsplätze. Und da liegt die Herausforderung natürlich für unsere Kollegen von HR. Aber ich glaube, das können nachher andere besser erzählen als ich.
Ja, ich glaube, ich habe das schon gesehen. Ich habe mir vorhin sein Bild angeguckt und da hat mir auch ein freundlicher Mitarbeiter schon erklärt, Sie bauen ja auch wieder, ne? Aktuell oder ist das geplant? Eigentlich bauen wir ständig, also seit vielen, vielen Jahren und momentan bauen wir gerade ziemlich viel. Ich habe gerade erwähnt, dass Ise Aigner eben vorletzte Woche hier war. Es sind Investitionen in Höhe von mehreren 100 Millionen Euro jetzt wieder freigegeben. Wir bauen ein Forschungs- und Verwaltungsgebäude, also ein Laborgebäude. Wir bauen neue Produktionsanlagen. Und ja, dafür brauchen wir natürlich auch den ein oder anderen Mitarbeitenden in der Zukunft zusätzlich. Und dazu werden wir jetzt gleich mal mehr hören von den Kollegen aus dem Bereich HR. Dankeschön, Herr Sturm. Gerne. So, da bin ich jetzt tatsächlich auch mal ein Büro weitergegangen und stehe jetzt hier in den Räumlichkeiten von Bettina Marcinkowski. Hallo, Frau Marcinkowski, ich grüße Sie. Sie sind, was steht an dem Türschild dran? Leiterin HR Marketing und Recruiting. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Bettina Marcinkowski und ich verantworte hier die Bereiche Personalmarketing und Personalrecruiting. Ich mache dies hier in Penzberg seit über 5 Jahren und war vorher 4 Jahre im Headquarter in Basel in einer ähnlichen Funktion tätig. Wie mein Kollege Josef Sturm sagte, haben wir natürlich die täglichen Herausforderungen, die richtigen Mitarbeiter zu Roche zu bekommen. Wir haben momentan über 200 offene Stellen hier in Penzberg. Das heißt, das ist für unser Team eine große Herausforderung. Ja, man muss ja auch mal wirklich erwähnen, dass Roche eine auch echt wichtige Marke in der Gesundheitsbranche ist und 200 offene Stellen, das ist eine ganze Menge. Fällt Ihnen da etwas besonders auf? Gibt es da einen besonderen Fokus? Gibt es Mitarbeiter, die Sie ganz besonders und ganz dringend suchen? Ja, wir haben eine sogenannte Übersicht der kritischen Zielgruppen erstellt. Und dazu gehören zum Beispiel Ingenieure, Anlagentechnik, aber auch Pathologen, Bioinformatiker, Chemikanten und auch Brauer und Melzer. Was machen Sie, was unternehmen Sie, um an die entsprechend passenden Mitarbeiter zu kommen? Also zum einen haben wir natürlich eine sehr gute interne Talent-Management-Entwicklung. Das heißt, wir entwickeln unsere Mitarbeiter weiter. Unser Vorteil ist natürlich bei 80.000 Mitarbeitern weltweit, dass wir viele Mitarbeiter auch aus anderen Standorten hier nach Penzberg bekommen. Das ist das, was wir intern machen. Extern gehen wir klassische Recruiting-Wege, wie wir haben eine sehr schöne Karriereseite. Da finden Sie alle unsere Stellen. Wir veröffentlichen alles, was wir haben. Dann haben wir natürlich auch Partner mit Internet-Jobbörsen. Das heißt, auch da stellen wir unsere Stellen rein. Und wir haben auch proaktive Recruiting-Aktivitäten, wie zum Beispiel, wir haben einen Talent-Scout engagiert, der proaktiv in den sozialen Medien unsere potenziellen Kandidaten anspricht. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt ein Ingenieur bin, ich bin wirklich viel gefragt. Das ist die aktuelle Situation, die wir jetzt einfach mal haben. Was bieten Sie Ihrem Wunschkandidaten denn an? Ich denke zum Beispiel an so Themen, er hat eine Familie, seine Frau muss natürlich auch irgendwo versorgt werden und die Kinder selbstverständlich auch. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es sich hier um internationale Ingenieure handelt oder um nationale Ingenieure. Das Thema Ingenieure ist natürlich für viele Firmen eine kritische Zielgruppe. Das heißt, wir versuchen natürlich mit unserem wunderschönen Standort zu punkten. Wir haben hier Wohnmöglichkeiten, wir haben Immobilien, die zu erwerben sind. Wir haben auch für die internationalen Kandidaten eine internationale Schule. Auch das ist möglich. Und wir versuchen natürlich auch, eine Integration herzustellen mit den internationalen Kandidaten, dass sie sich eben hier wohlfühlen. Und uns ist es wichtig, dass sich nicht nur die Mitarbeiter wohlfühlen, sondern, wie Sie richtig gesagt haben, auch die Familie. Also schon richtig schön, dass, wenn ich jetzt mich für Roche interessiere, dass Sie dann unterstützend tätig sind bei der Wohnungssuche zum Beispiel. Also es sind immer so viele Kleinigkeiten, die aber doch sehr wichtig sind, weil man muss schon hierher ziehen. Das ist schon richtig, oder? Wir haben natürlich bei den 5.500 Mitarbeitern, die wir hier am Standort Penzberg haben, einen großen Anteil, ich würde sagen zwischen 5 und 10%, die jeden Tag aus München hierher pendeln. Also Sie müssen nicht zwangsläufig hier wohnen, wobei es hier sehr schön ist. Aber wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir unterstützen bei der Wohnungssuche in München. Das ist eine Herausforderung. Aber wir unterstützen auch bei der Wohnungssuche hier im oberbayerischen Umland.
Frau Marcinkowski, würden Sie denn sagen, dass Sie, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu finden, Sie an Wachstumsgrenzen stoßen? Also wir bekommen immer noch viele Bewerbungen auf unsere Stellen. Wir merken aber auch gerade bei diesen kritischen Zielgruppen, dass die Anzahl weniger wird und auch die Anzahl der qualifizierten Bewerber weniger wird. Also deswegen versuchen wir wirklich proaktive Wege zu gehen, um an diese Kandidaten heranzukommen. Also das berühmte Active Sourcing spielt hier eine große Rolle. Früher hat man gesagt, post and pray. Also man hat eine Anzeige in die Zeitung gestellt und hat gebeten, dass sich möglichst viele gute Bewerber auf diese Stelle bewerben. Wir haben festgestellt, das ist sicher eine Möglichkeit, aber dient nicht unbedingt dazu, die Stelle mit den richtigen Kandidaten zu besetzen. Und somit sind wir jetzt proaktiv rausgegangen, um diese Kandidaten zu finden, die vielleicht noch nichts von uns wissen. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage. Was macht ein Pathologe bei Roche? Ja, ein Pathologe arbeitet hier nicht mit humangenetischen Materialien, sondern mit anderen Materialien, sodass es natürlich häufig der Fall ist, dass Pathologen sehr loyale Mitarbeiter sind. Also es ist für uns unglaublich schwierig, Pathologen zu bekommen, weil sie in der Regel zufrieden sind mit dem, was sie beim anderen Unternehmen tun. Und wie kriegt man solche Menschen? Ich stelle mir das immer, das müssen ja ganz besondere Menschen sein. Ich kenne gar keinen, aber ich stelle sie mir als sehr besondere Menschen vor. Ja, ich kenne persönlich auch keinen. Sonst wäre er wahrscheinlich schon hier Mitarbeiter bei Roche. Ja, was tun wir? Wir gehen hier auf internationale Kongresse, wo sich diese Pathologen tummeln und versuchen hier proaktiv mit den Pathologen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir hätten hier ganz tolle Beschäftigungsmöglichkeiten in Penzberg. Gelingt uns das immer? Manchmal, aber nicht immer. Ich finde das hier sowieso faszinierend, was für unterschiedliche Menschen tatsächlich den Weg zu Roche finden. Ich denke da an die Bierbrauer und an die Melzer. Das sind ja irgendwie dann doch Quereinsteiger. Und soweit ich das schon einmal gehört habe, ist die Idee tatsächlich aus einer Not heraus entstanden, passende Kollegen zu finden, richtig? Ja, das ist so. Als ich nach Penzberg kam, war mir auch nicht bewusst, dass wir hier Brauer und Melzer suchen. Es ist natürlich so, dass gerade in Oberbayern gibt es sehr köstliche Brauereien. Das heißt, dort geht natürlich in der Regel ein Brauer und Melzer hin. Wir hoffen sehr, wenn vielleicht jemand nicht mehr so interessiert ist am Bier oder vielleicht eine Bierallergie hat, dass wir dann diese Brauer und Melzer für uns gewinnen können. Wir sind zum Beispiel auch letztes Jahr nach Pilsen gefahren und nach Prag, weil wir gedacht haben, proaktive Sourcen, lasst uns dorthin gehen, wo die Brauer und Melzer ausgebildet werden. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Wir kamen leider mit 0 Brauern und 0 Melzern zurück, weil diese Leute ihre Städte Prag und Pilsen sehr attraktiv fanden. Aber sie haben gesagt, sollte Roche jemals in Prag oder Pilsen einen Standort aufbauen, sind sie sehr gerne bereit, unsere Mitarbeiter zu werden. Also das werden wir jetzt nochmal diskutieren. Vielleicht eine Idee. Aber wir werden ja gleich uns mal mit einem Brauer und einem Melzer unterhalten und da bin ich ja mal sehr gespannt, wie deren Erfahrung denn so ist. Frau Marcinkowski, vielen Dank für das Gespräch. Karriere Radio FM ist hier, Heidrun Meder. Und wir haben ja jetzt schon wirklich eine ganze Menge erfahren, was denn das Besondere am Standort Penzberg ist. Ja, dass sehr viele Quereinsteiger immer wieder gefragt sind hier bei Roche Diagnostics. Und ich bin gerade bei Corinna Resegui. Hallo, Frau Resegui. Hallo, Frau Meder. Vielleicht können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen. Ja, also mein Name ist Corinna Resegui. Ich bin hier am Standort Penzberg innerhalb des Recruiting-Teams zuständig für die Rekrutierung von Fachkräften für Labor- und Produktionsbereiche, entweder aus den klassischen naturwissenschaftlichen Berufen oder auch eben aus branchenfremden Berufen. Frau Resegui, jetzt haben Sie mir natürlich schon einmal gesagt, in welchen Bereichen Sie hauptsächlich tätig sind für das Recruiting. Wie sollte denn Ihr Kandidat aussehen oder was sollte er mitbringen, dass Sie sagen, das wäre jetzt genau die passende Fachkraft für uns hier in Penzberg?
Ja, die, die aus den klassischen naturwissenschaftlichen Bereichen kommen, die kennen uns ja, die Branchenfremden eher nicht. Das, da bedarf es auch immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit, was steckt eigentlich dahinter. Ideal ist es natürlich, wenn jemand, der aus einem zum Beispiel branchenfremden Beruf kommt, so eine gewisse Leidenschaft auch für unsere Themen mitbringt, also eben sehr spezielle Themen sind und am Ende der Kette, sage ich mal, die Produkte einfach auch andere sind. Spezielle Produkte mitzubringen, wäre da schon an der Stelle ein hohes Verantwortungsbewusstsein, hoher Grad an Genauigkeit und Exaktheit in der Arbeitsweise. Dokumentation in Bezug auf Hygienerichtlinien spielt eine große Rolle. Also wer gerne genau exakt arbeitet, neuen Produkten aufgeschlossen ist und vielleicht sein Wissen aus anderen Bereichen auf die Prozesse, die wir hier haben, übertragen möchte, der ist dann hier richtig aufgehoben. Und jetzt hatte ich ja gerade mit den beiden Kollegen gesprochen, der eine war ein Baumeister, der andere war ein Melzer. Und jetzt hatten sie mir im Vorfeld gesagt, das sind ja nicht die einzigen Quereinsteiger, die für uns interessant sind. Das sind nämlich wunderschöne Beispiele, aber sie haben doch tatsächlich viel, viel mehr. Also der Brauer und Melzer macht schon einen großen Teil der branchenfremden Einstiegsmöglichkeiten aus, aber es gibt natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel Meister aus den handwerklichen Berufen wie Bäcker oder Metzger eben auch. Gerade vielleicht, wenn solche Leute schon in anderen größeren Produktionsbetrieben gearbeitet haben. Dann die Milchtechnologen bzw. Molkereifachkräfte, denn dort sind auch die Prozesse ähnlich wie an manchen Stellen bei uns. Und auch was Hygienevorgaben etc. anbelangt, das bringen die natürlich schon mit. Ja, dann die klassischen technischen Assistenten aus jeglicher Richtung sind auch sehr interessant für uns. Also da gibt es eigentlich ein sehr breites Feld. Es gibt auch Fachkräfte aus der Lebensmitteltechnik. Da fragt man sich immer, was steckt da dahinter? Könnte man vielleicht sagen, das ist jemand, der in einem Produktionsbetrieb eines großen Lebensmittelunternehmens irgendein Lebensmittel abfüllt. Der ist auch zum Beispiel bei uns in der Abfüllung sehr gut aufgehoben, weil die Prozesse in der Verfahrenstechnik, in der Produktionstechnik sich sehr ähneln. Das ist klar. Ich meine, da kommt jetzt so ein Mitarbeiter zu Ihnen aus dem Bereich Molkerei. Jetzt haben Sie gesagt, die Prozesse sind ja sehr ähnlich. Ich denke, auch für ihn ist es wichtig, dass er sich tatsächlich dann auch weiterentwickeln kann, weil das, was Roche macht, unterscheidet sich sehr stark von einer Molkerei. Wie kann ich mir das vorstellen, wie die persönliche Weiterentwicklung und die fachliche Weiterentwicklung hier von Roche unterstützt wird? Das hängt natürlich sehr stark von der Stelle und auch der Persönlichkeit ab. Grundsätzlich bietet Roche einen großen Rahmen an Weiterbildungsmöglichkeiten. Da ist man immer in enger Absprache mit dem Vorgesetzten und was eben die Stelle betrifft. Wir bieten auch Zusatzqualifikationen hier an, die man sich erwerben kann zum späteren Zeitpunkt. Ob es als Beispiel der Techniker ist in verschiedenen Bereichen, der wird sogar hausintern und extern bei uns angeboten oder eben allerlei andere Dinge, die für die Stelle oder für die Person relevant sind. Roche bietet da auch einen gewissen Rahmen jährlich zur Verfügung, der da gestellt wird. Und noch dazu unterstützt Roche sehr stark die eigene Veränderungsbereitschaft und Weiterqualifikation im Sinne einer, ich sag's mal, hausinternen Bewerbung. Also auch der hausinterne Bewerbermarkt ist ein großer Markt, weil man auch möchte und es unterstützt, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, in andere Bereiche vorzudringen, auf andere Stellen vorzudringen und sich somit auch innerhalb des Unternehmens durch neue Aufgaben weiterzuentwickeln. Ja, ich meine, wir entwickeln uns alle weiter und möchten neue Dinge kennenlernen. Das ist natürlich toll, wenn man das auch intern kann. Frau Resigi, wie läuft denn der Bewerbungsprozess bei Ihnen? Was erwartet Bewerber? Ja, einerseits verläuft er nur online. Das schreckt zunächst den einen oder anderen ab, aber man muss vielleicht auch sagen, bei der Masse an offenen Stellen und Bewerbungen ist es einfach papiertechnisch nicht mehr handelbar. Und dann kommen schon hauptsächlicherweise solche Fragen, was gehört denn zu einer guten Online-Bewerbung? Und zu einer guten Online-Bewerbung gehört genau das, was auch zu einer guten Papierbewerbung gehört. Also das ist nicht zu vergleichen mit einer Kurzbewerbung, die man da stellt. Alle
unsere offenen Stellen, die zur externen Besetzung freigegeben sind, findet man auf unserer Homepage. Natürlich ist es für die Branchenfremden manchmal so ein bisschen schwierig, an die passende Stelle zu kommen, denn ihren eigentlichen Beruf werden sie häufigerweise im Stellentitel eher weniger finden. Aber der Stellentitel ist auch nicht ausschlaggebend, sondern man muss sich halt schon etwas intensiver mit den Stellenausschreibungen besetzen, also welche Voraussetzungen werden für diese Stelle gebraucht und welche Aufgabenstellung steckt dahinter, macht mich das langfristig, würde mich das zufrieden machen, interessiert mich das und umso mehr Voraussetzungen, die dort angegeben sind, die ich mitbringe, umso höher die Chance natürlich für so eine Stelle. Wie der Titel dann letztendlich lautet, ist, sage ich mal, zweitrangig. Grundsätzlich sind diese lebensmitteltechnischen Berufe versteckt in Stellen, die können lauten Maschinenführer, Schichtführer, Produktionsangestellte, Laborangestellte. Das sind so die klassischen. Das klingt ja schon so ein bisschen wie Detektivarbeit. Okay, aber jetzt habe ich die Position gefunden. Ich habe mich auch selber wiedergefunden und ich habe meine Online-Bewerbung abgegeben. Wie geht's dann weiter? Das ist so, dass alle, die dann an diesem Einstellprozess beteiligt sind, also sowohl der einstellende Vorgesetzte mit seinen Kollegen als auch die Zuständigen im Recruiting, sofort Zugriff auf diese Unterlagen haben und dann eben eine Auswahl getroffen wird, wen man denn am liebsten zum Vorstellungsgespräch einladen möchte. Und das kann dann auch mal sehr zügig gehen. Also wir sind da relativ fix unterwegs. Grundsätzlich der Einstellprozess kann aber in seiner gesamten Länge sich schon über mehrere Wochen auf jeden Fall hinziehen. Ja gut, es kommt natürlich auch immer auf die Position an, auf die man sich bewirbt. Wie viele Gespräche erwarten die Bewerber so ungefähr im Prozess? Also wir hier in Penzberg sind Freunde davon, es kompakt zu machen. Das heißt, wir bieten die Gespräche kombiniert einerseits ein Gespräch im Fachbereich, das der Fachbereich auch selbst steuert. Das heißt, dort hat man die Möglichkeit und darum macht man es auch gerne so ausführlich, sowohl die Prozesse, die Anlagen kennenzulernen, potenzielle Kollegen, die Vorgesetzten natürlich, sich eingehend auch fachlich informieren zu können in diesem Gespräch. Das ist unterschiedlicher Länge, je nachdem, was der Fachbereich dann gerne vorstellt. Und gekoppelt mit einem Personalgespräch im Recruiting sozusagen, wo es dann eher um so Dinge geht wie ja, den Lebenslauf, die Persönlichkeit, vielleicht auch Rahmenbedingungen zu vertraglichen Fragen. Was eine ganz häufige Frage ist von Kandidaten, gerade Kandidaten, die nicht aus dieser Region kommen, ist die Frage nach Umzug. Wie sieht es aus? Ich komme nicht aus dieser Region. Was könnt ihr da für mich tun? Und da gibt es sehr gute Angebote, unterstützen können, damit also der Einstieg an sich erst einmal relativ reibungslos verläuft und man sich hier nicht im Vorfeld ins Blaue hinein irgendwas arrangieren muss. Das sind dann die Dinge, die im Personalgespräch abgehandelt werden. Und das zeigt eigentlich, dass das meist schon alles beinhaltet, sodass wir eher selten auf Zweitgespräche angewiesen sind. Das ist in der Tat sehr ungewöhnlich, finde ich ganz toll. Und also ich für mich kann nur sagen, das ist interessant für Bewerber. Ja, der Weg hierher ist ein langer, also rein von der Entfernung wahrscheinlich, wenn man nicht aus der Gegend kommt. Aber wenn es dann so zügig und knackig tatsächlich im Bewerbungsprozess läuft, dann ist das eine Ausnahmesituation grundsätzlich am Arbeitsmarkt. Also man kann natürlich nicht immer garantieren, dass das so, es kommt ja auf Termine an, die dann sind auch vom Kandidaten aus etc. Aber wir versuchen hier schon relativ zügig zu Potte dann zu kommen. Und ich denke, wichtig ist es, dass Kandidaten, die sich hier bewerben und nicht aus diesem Umfeld sind, sich auch bewusst sind und im Vorfeld sich Gedanken machen, was so ein möglicher Umzug für sie eben dann auch bedeuten würde. Grundsätzlich bietet der Standort ja sehr viel. Ja, wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Das Freizeitangebot ist sehr groß. Auch die Angebote im Unternehmen, sich mit Sport, mit Gesundheit zu beschäftigen, sind sehr vielfältig. Aber natürlich, wenn es dann ernst wird sozusagen, dann muss ich die Koffer eben packen. Und da ist es auch wichtig, sich im Vorfeld wirklich Gedanken dazu zu machen. Oder nix wie ab an den Starnberger See, ne?
Dankeschön, Frau Resigi. Gerne. Dankeschön. Ja, die Bettina Marcinkowski hat das ja schon erwähnt. Quereinsteiger ist tatsächlich für Roche ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Und ich bin unterwegs gewesen auf dem Gelände und habe tatsächlich zwei Quereinsteiger entdeckt. Das ist zum einen Götz Bader, er ist Braumeister, und Andreas Hörterer. Er ist Brauer und Melzer, aber eigentlich sind es beide ja gewesen, oder? Ja, das stimmt. Meine Lehre habe ich hier in der Region auch gemacht und bin dann ins Ausland gegangen, in eine Brauerei, und habe dort neue Herausforderungen gesucht. Und nachdem ich zurückgekommen bin ich durch die Region gegangen und habe nach neuen Brauereistellen gesucht. Und da man als Brauer ja sehr flexibel sein muss, da er nicht in seiner Region, wo man aufgewachsen ist, die Stellen oder die Brauereien aus der Erde wachsen, muss man da sehr flexibel sein und auch deutschlandweit sich bewerben. Und da ich hier in Penzberg bei Roche gehört habe, dass die Brauer und Melzer einstellen, habe ich dann auch probiert und mich dort beworben. Und diese Bewerbung ist ziemlich zügig abgelaufen. Ich habe mich beworben, dann kam ich spontan an dem Tag, kam noch eine zweite Bewerbung dazu. Also mein jetziger Chef, der hat mich noch eingeladen, ob ich noch vorbeikommen kann, und mich gleich zum Mittagessen eingeladen. Und das ist sehr familiär und sehr spontan auch. Und das fand ich so nett und sympathisch, dass es ja hier im Penzberg sehr familiär abgeht, und habe mir die Stelle dann geschnappt. Das klingt ja nach einer absoluten Win-Win-Situation. Roche brauchte dringend Mitarbeiter in dem Bereich. Sie waren auf Jobsuche, alles wunderbar, hat ganz toll geklappt. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Bader? Wie sind Sie denn zu Roche gekommen? Weil so als Braumeister, ne, das ist ja eigentlich auch nicht so alltäglich, oder? Ja, hallo Frau Meder. Ich bin, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen, also eigentlich schon in der Ausbildung zum Braumeister, auf Roche aufmerksam gemacht worden. Wir haben eine Exkursion gemacht von der Dömitz Akademie aus zum Roche in das Werk Penzberg. Und also wir sind hier eingeladen worden, und da habe ich den Betrieb schon das erste Mal gesehen, kennengelernt. Und also mein Eindruck war tatsächlich, und da wurde ich hier immer wieder ausgelacht, die Leute sahen sehr entspannt aus. Also ich bin wirklich übers Werksgelände gelaufen. Es war schönes Wetter. Man hat die Berge im Hintergrund. Und die Leute sahen wirklich aus, als würden sie, also keiner war gestresst. Das ist schon mal etwas, was mich überrascht hat. Bei der Arbeit ist man gestresst, war mein Bild vorher. Und deswegen, ja, hab ich das dann sehr aufmerksam weiterverfolgt. Und mich dann auch direkt nach der Ausbildung war mir klar, dass ich mich hier bewerben werde. Habe auch mich auf verschiedene Positionen beworben. Und ja, hat zum Glück geklappt. Und ist der Arbeitsalltag wirklich so entspannt? Ja, natürlich gibt es auch stressige Situationen. Also es ist natürlich nicht so, dass wir hier den ganzen Tag nichts tun. Also wir sind natürlich hier am Arbeiten. Wir arbeiten sehr genau. Das heißt, der Zeitdruck wird dann entsprechend eher weggenommen, dass wir genau arbeiten. Die Priorität ist halt einfach nicht auf Masse, sondern wirklich Klasse. Mein Arbeitsalltag sieht so aus: Ich habe Zweischichtbetrieb, das heißt die eine Woche Frühschicht und die andere Spätschicht. Als Brauer ist man das gewohnt, ja auch früh anzufangen, und 6 Uhr ist für mich jetzt noch keine frühe Uhrzeit. Ich komme in die Anlage und überprüfe den Prozess, der über die Nacht gelaufen ist, ob der korrekt abgelaufen ist. Und das Schöne dabei ist wirklich, man kommt in die Arbeit, man begrüßt sich erstmal mit den Kollegen, sehr familiär, man erzählt am Montag, was am Wochenende passiert ist, und dann langsam gleitet man so ins Arbeiten. Und in der Brauerei kommt man rein und Stress, da die Anlage passt nicht, und das hier einfach viel entspannter. So, jetzt bin ich ja so ein Otto-Normal-Biertrinker, ja? Und habe so ein ganz anderes Bild, also das typische Werbebild, ne? So eine Brauerei, dann ist dieser große Kessel und dann kommen dann die ganzen Zutaten da rein und da wird das gemütlich umgerührt und dann wartet man eben, bis das lecker Bier eben fertig ist. Was bitteschön hat das mit Roche zu tun? Ja, ganz so entspannt und romantisch ist das Bierbrauen auch nicht mehr. Es sind großtechnische Anlagen, da steckt viel Know-how dahinter.
sehr moderne Technik auch teilweise dahinter, die hier bei Roche auch angewandt wird. Also es ist so, dass Anlagen und die Anlagensteuerung sehr vergleichbar sind. Das heißt, wir haben hier die gleichen Ventile, wir machen die gleichen Reinigungsprogramme im Prinzip und die Steuerung ist eben im Prinzip die gleiche. Was ist hier anders als beim Bierbrauen? Die Dokumentation ist definitiv anders da, sehr viel genauer, sehr viel mehr. Man schreibt täglich 2 DIN A4 Seiten. Man muss da sehr korrekt sein und auch in der Schriftart. Also man sollte jetzt auch keine Sauklaue haben. Die wird dann auch dauerhaft schöner, die Schrift. Und ja, man verändert sich als Brauer. Man kriegt neue Aufgabengebiete und Bereiche, die man sich nie zugetraut hat, dass man auch mal Labortätigkeiten durchführt. Und man findet dann auch Spaß an der Arbeit und an dieser Labortätigkeit. Also man kann schon sagen, dass das, was Ihre tägliche Arbeit ist, eigentlich überhaupt mit Brauerei gar nichts mehr zu tun hat. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen Fermentation und DSP oder auch Downstream Processing. Da gibt es aber noch ganz andere Fachbegriffe, wie ich vorhin das einfach mal so nebenbei mitbekommen habe, oder? Ja, es gibt auch Qualitätssicherung. Es gibt sehr viele Bereiche, man kann sich so sehr viel entwickeln. Roche als Arbeitgeber gibt einem die Chance, auch als Quereinsteiger, sich zu entwickeln und auch die Zeit reinzukommen, da die Tätigkeiten ja unterschiedlich sind. Die Kommunikation intern ist anders da. Man muss sich da drauf einstellen und Roche gibt einem die Zeit, sich da zu entwickeln, um das Können zu erlernen. Das ist ja auch ganz wichtig, weil ich denke mal, da gab es ja auch bestimmt die ein oder andere Herausforderung für Sie als Quereinsteiger, oder? Natürlich. Das erste ist natürlich die Dokumentation, das, was wirklich wesentlich anders ist. Das andere ist natürlich auch, man macht kein Bier mehr. Also es tut einem schon ein bisschen im Herzen weh, natürlich. Das Bierbrauen macht man auch aus Leidenschaft. Ja, aber man muss es halt aufwiegen. Dafür kann man Medikamente herstellen, was ja auch wichtig ist. Diese Arbeit hier macht ja auch Spaß. Also es ist, ja, das Gesamtpaket stimmt. Stimmt einfach. Natürlich vermisst man die Brauerei ein bisschen, natürlich hat man ja andere Herausforderungen. Ja, das ist, denke ich mal, einfach persönlich abhängig, was und auch auf die Stelle, die man hier bekleidet, welche Herausforderungen tatsächlich auf einen zukommen. Aber Sie würden beide schon sagen, wenn jemand aus einem anderen Bereich kommt, ja, und hier tatsächlich für Roche ein Quereinsteiger sein würde, wäre es für ihn auf jeden Fall lohnenswert, sich hier zu bewerben und hier tatsächlich seine Laufbahn entweder aufzunehmen oder fortzusetzen, weil einfach die persönliche und fachliche Entwicklung hier dann doch im Fokus steht und man eine ganze Menge für sich auch mitnehmen kann? Ja, auf jeden Fall. Also man entwickelt sich hier wirklich jeden Tag weiter und man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kennen. Man arbeitet hier in verschiedenen Disziplinen. Das heißt, Man lernt wirklich viel und gerade also ich bin jetzt seit 2 Jahren hier, in den ersten 2 Jahren habe ich, denke ich, sehr viel gelernt und was mich auch persönlich weiterbringt, ich habe vor, meine Laufbahn bei Roche weiterzuführen, wenn es nicht so wäre, hätte ich durch Roche sehr viele Möglichkeiten eröffnet bekommen, also sich wirklich beruflich viel breiter aufgestellt. Und wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Hörterer? Ja, wie gesagt, ich kam ja aus der Region und das Schöne daran ist, man kann hier bleiben, auch wenn man von einem anderen Teil Deutschlands hierher kommt, gibt Roche einem viel mehr Möglichkeiten, sich reinzufinden. Das Freizeitangebot hier in Penzberg ist sehr groß. Man lernt sehr viele neue Leute kennen, durch das, dass ja das Werk 5.500 Mitarbeiter hat. Da lernt man einige Leute kennen. Und es wird einem nie langweilig, auch wenn man mal Familie hat. Das wird einem sehr einfach gemacht oder man wird unterstützt, ob man jetzt Sport betreibt. Bei mir ist es zum Beispiel, ich fahre sehr viel Ski im Winter, bin auch auf Freeride-Contests unterwegs. Und da gibt der Arbeitgeber einem mehr die Chance, sich sportlich zu
betätigen, was in der Brauerei normalerweise nicht der Fall ist, da man nach der Arbeit dann erschöpft und müde ins Bett fällt. Und hier, da es ja keine physische Arbeit ist, kann man sich nach der Arbeit noch aufs Radl schwingen oder zum Laufen gehen oder in verschiedene Gruppen, Sportgruppen sich aktiv dort betätigen. Ja, also um ehrlich zu sein, kann man fast den Eindruck gewinnen, das ist hier, ich möchte nicht sagen, dass es Urlaub ist, aber es ist wirklich sehr entspannt. Und der Herr Bader hat mir im Vorfeld so einen kleinen Wink gegeben, den fand ich absolut faszinierend. Und wir haben es ja schon von Herrn Hörterer gehört, dass er schon in seinen sportlichen Aktivitäten doch sehr unterstützt wird von Roche. Aber was ist das bei Ihnen, Herr Bader? Bei mir war das einfach, während der Weiterbildung zum Braumeister bin ich Vater geworden. Und habe mir dann natürlich überlegt, ja, ich will auch Zeit für meine Familie haben. Und bei Roche hat man einen 37,5 bis 40 Stunden Wochentakt, was natürlich einer Familie wirklich entgegenkommt. Und wenn ich jetzt meinen ehemaligen Kollegen in den Brauereien erzähle, ich mache nur 37,5 Stunden Vollzeit, dann werde ich ausgelacht. Und das heißt, das habe ich am Mittwochvormittag auch. Und das ist natürlich für mich jetzt ein Faktor, warum es hier für mich entspannt ist, was für mich diese Work-Life-Balance, die hier einfach gegeben ist. Das klingt alles wirklich sehr familiär, sehr nach Work-Life-Balance, sehr interessant, fachlich, persönlich. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, außer mich ganz herzlich zu bedanken bei Ihnen, Herr Bader, und bei Ihnen, Herr Oettere. Und ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen in die Recruiting-Abteilung und werde mal ein bisschen lauschen, wer denn da so alles gesucht wird und wie so die Bewerbungsprozesse laufen. Vielen Dank. Danke, Frau Mieder. Danke, Frau Mieder. Karriere Radio FM, das Jobradio für Deutschland. Herr Sturm, also so wie ich das jetzt mittlerweile gehört habe und mitbekommen habe in den vielen Gesprächen hier, ist der Standort Penzberg für Roche wirklich ein sehr, sehr wichtiger. Die Zeichen stehen auf Zukunft und auf Entwicklung. Und ich denke, am besten können Sie dazu selber noch was sagen, wie das denn hier aussieht bei Roche. Ja, wir haben es ja schon erwähnt, wir dürfen Wachstum managen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und für alle, die sich jetzt überlegen, ob sie bei uns in der Zukunft mitarbeiten möchten, ist mir eine Botschaft noch ganz wichtig. Unser Unternehmenszweck ist, wir arbeiten für die Menschen. Wir arbeiten für die Gesundheit der Menschen und das ist uns allen, die wir hier arbeiten, 24 Stunden am Tag, 365 Tage bewusst. Und wir dürfen alle dafür arbeiten. Das ist ganz was Besonderes, der Unternehmenszweck, den wir haben. Dann arbeiten wir, Sie haben das auch schon erwähnt, in einer ganz, ganz tollen Gegend, in einer ganz tollen Region. Wir sind genauso schnell in München wie beim Skifahren in den Bergen. Das wäre auch noch ein Argument, um zu uns zu kommen. Heute ist gerade wunderschönes Wetter. Das haben wir praktisch 365 Tage im Jahr. Und ja, was ich einfach auch noch erwähnen muss, wir haben hier tolle Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter. Ob das das Thema Ausbildung und Fortbildung ist, wir haben vielfältigste Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben hier ein Casino, in dem man sehr gern zum Essen geht, weil das Essen vorzüglich schmeckt mit großer Auswahl. Wir haben ein Gesundheitszentrum, in dem man Kurse besuchen kann. Wir haben Sportgruppen, die gemeinsam miteinander Sport treiben. Und wir haben vor allen Dingen engagierte Mitarbeiter, die sich für die Gesundheit unserer Menschen einsetzen. Und ja, wenn das keine Argumente sind, um zu uns zu kommen. Also alles in allem muss man einfach sagen, bitte geht auf die Karriereseite von Roche Diagnostics und schaut euch die Positionen an, die jetzt hier in Penzberg aktuell auch offen sind und besetzt werden. Und ich würde sagen, hierher fahren, ein Gespräch wahrnehmen und auch das mal fühlen, was wir hier gerade spüren, dass es einfach nur einladend ist bei Ihnen. Dem kann ich mich nur anschließen. Nehmen Sie die Chance wahr, lernen Sie uns kennen. Sie werden begeistert sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den wunderbaren Tag bei Ihnen hier in Penzberg. Sehr gerne. Ich hoffe, Sie besuchen uns bald wieder. Unbedingt. Das ist Karriere Radio FM, der Radiosender mit einem innovativen Blick auf den Arbeitsmarkt. Online und mobil zu hören auf karriereradio.fm.